Hallo und herzlich, ja, jetzt nimmt auch mein Ton auf. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bioshock. Hab eben schon mal versucht aufzunehmen und da hat das scheiß Aufnahmeprogramm meine lächerliche Stimme nicht aufgenommen. Aber es ist nicht viel passiert, ich hab's recht früh noch gemerkt, nur 2 Minuten habt ihr verpasst. Wir haben. Haben wir da? Nö, irgendwo da unten haben wir angefangen. Ja, da. Da habe ich nur zwei, drei Typen erschossen und das war's. Zum Glück habe ich's vorzeitig gemerkt. Und somit konnte ich wieder die Steuerung so ein bisschen üben. Aber hier, ich glaube, hier waren wir doch schon irgendwie. Ah, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, hier waren wir schon. Gut. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es. Na komm. Alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können. Ja, genau hier waren wir. Jetzt weiß ich es wieder. Hier waren wir. Gut. Hab also doch nichts verpasst. Ha, so ein Glück. Gut. Hier im Bioshock müssen wir auch ein bisschen überlegen. Und ich habe hier interessante Nachrichten. Und ich finde das einfach Wahnsinn, dass ein Schiffbrüchiger, weißt du, also fährt da mit dem Kanu auf den Pazifik und gammelt da. Und der hat da wirklich 1,5 Jahre überlebt. 16 Monate. Gebt euch den Shit mal. Ich erzähle euch das aber gleich, wenn die Animation hier vorbei ist. Den kennen wir doch. So, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, David. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finken unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Huch, wo ist das Raumschiff. Luftschiff hin. Alter. Richtig industriestadtmäßig. Okay, wir sollen die Waffen holen. Aber irgendwie habe ich das ungute Gefühl, dass das nicht so wird, so laufen wird, wie es eigentlich will. Ist er gefeuert? Eine Fliegereinheit hat ihn mitgenommen. So, können wir was kaufen? Ja, wir können. Nein, können wir nicht. Gut. Ein Voxophon. Samuel fand immer, man muss die frommen Worte aus der Kirche im Alltag umsetzen. Die Wissenschaft ist die allmähliche Offenbarung des göttlichen Plans. Nach 2 Jahren im Turm des Lamms auf Monument Island erkrankte er an Magenkrebs.
Ich betete zum Propheten und der Prophet wirkte ein Wunder an uns durch seinen Diener Fink. Ich weiß nicht, ob ich mich je an einen Ehemann gewöhne, der an ein Metallskelett gefesselt ist, aber besser ein Handyman als gar kein Mann. Hm. Wahre Worte. Gut, also ich hab's ja eben schon mal in der Animation da angefangen. Ach übrigens, ich hab wieder ein neues Videoformat. Ich hoffe, es ist besser. Ich hab halt wieder ein bisschen rumgespielt, habe ich ja gesagt. Die arbeiten hier irgendwie alle im Takt. Funktioniert der noch? Das ist irgendwie hier der Arbeiterstaat, ne? Wie trostlos. Ja, wie gesagt, also da... Das müsste... Ey, ich kann nicht... Ey, ich finde das so geil. Weißt du, da schippert jemand einfach so auf dem Pazifik rum, überlebt da 16 Monate. Und das einfach mal so? Mit einem antriebslosen Boot? Würde mich mal echt interessieren, wie der das gemacht hat. Weil ich meine, Salzwasser kannst du auf dem Pazifik nicht unbedingt trinken. Schmeckt nicht so wirklich gut. Zudem trocknet man ja noch mehr aus, weil es halt Salzwasser ist. Und wirklich angeln kannst du da auch nicht. Weil du hast ja eigentlich kaum was dabei, was du zum Angeln benutzen kannst. Ja, im September 2012, also schon 2 Jahre, das ist er... Kann ich hier durch? Nein. Ist der gute Mann losgefahren oder losgesegelt von Mexiko aus nach El Salvador, also El Salvador, wo ist das? Spanien? Nee, das hört sich auch eigentlich recht mexikanisch an. Nimm doch die Münzen. Hallo? Hallo? Gut, dann halt nicht. Hier werden irgendwie unsere ganzen... Ah, ein Lockhit. Lockpicks? Lockpicks heißen die. Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt lang hier, verdammte? Ah, da übers Schiff. Ja, nach El Salvador ist der Gute losgesegelt. Und sei beim Segeln halt in... Wie... Ja, ist mir natürlich klar, in Seenot geraten. Und ist dann von Mexiko bis zu den Marshall-Inseln, keine Ahnung, wo das liegt, das ist einfach Top-Recherche, was ich hier betreibe, ist der, ja, getrieben einfach und das 16 Monate lang. Auf einem antriebslosen Boot, das musst du dir vorstellen, du fährst, sag ich mal, an der Nordsee los, willst nach England, wirst abgetrieben und kommst dann irgendwie ein paar Monate später in, keine Ahnung, Schweden oder Finnland wieder raus. Oh. Electrobolt. Oh, gab's so einen kleinen Unfall, wa? Ich weiß gar nicht, was kann man sich da eigentlich so an Essen trinken? Ja, hä? Also, so wie ich das mitbekommen habe, soll derjenige, eine Schildkröte, einen Vogel und einen Fisch gegessen haben. Für 16 Monate. Und das Blut von den Tieren soll er getrunken haben. Also. Zu den Gründervätern betete, wurde heute von. Die Datenübertragung ist kaputt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Die suchen mich. Geh weg, geh weg. Ey. Die weichen aus. Was soll das? Hier, friss meine Ratten. Ey. Macht mal halblang.
Zack. Zack. Was? Och nö. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Mann, 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 Mann. Das Ding ist ja hier unten. Ach, ging zum Glück schnell kaputt. Wie, keine Muni. Scheiße. Die sind ja überall hier. Sind zum Glück recht große Ziele. Damit. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen kann, 16 Monate auf dem Atlantik rumzugurken, mich von einer Schildkröte, einem Vogel und einem Fisch zu ernähren und das Blut von denen zu trinken. Wenn ich das machen würde, Alter, ich würde nur noch als Skelett am Ende ankommen. Und wo zur Hölle muss ich lang? Fängt ja wieder geil an. Haben wir hier... Ah, da rein? Ich weiß es nicht. Hilfe! Haben wir hier irgendwo Haken oder sowas, wo wir... Auch nicht gut. Na, Gnas. Scheiße. Empirus, no, 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 no. Ich gehe nochmal zu dem da, der wo das Unglück passiert ist, da mit dem Electro Bolt. Vielleicht kommen wir ja da weiter. Da habe ich ja noch nicht wirklich nachgeschaut. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo das war. Ah, oh, ich bin so ein Vollpfosten. Doch, da drüben. Gut, fürs MG haben wir absolut gar nichts mehr. Scheiße. Wir brauchen dringend irgendwie Munition. In dem Haus da war noch ein Verkaufsautomat, ne? Geh ich mal schnell gucken. Hoffentlich hat der Munition. Ne, anderes Haus. Scheiße. Nein. Oh, Alter. Mann. Ich freue mich auch schon morgen auf den Herr Dreamtext. Da haben wir ein kleines Projekt am Laufen. Und zwar ein LPT von DayZ. DayZ. Du hast einen komischen Block, der fliegt. Oh Gott. Oh, der hat aber dicke Achselschweiß, ey. Zack. Darum. Ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Na klar. Gut. Ja, wir sehen uns dann mal noch in der nächsten Folge. Verdammt, die Alter, diese Aufnahmedateien sind übelst groß hier bei Bioshock. Das ist unglaublich.
Gut, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Folge Nummer 15, glaube ich. Und dann mal schauen, was da als Thema so ist. Aber 16 Monate, Alter, gib dir den Shit mal. So, was Krank. Siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.